Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt bereits schöne Geschichten gehört, allein nur von den Kollegen hier im Bundestag seit der Einführung der Ehe von Lesben und Schwulen, und das finde ich wunderbar. Und wenn wir uns anschauen, was passiert ist seit der Einführung des Gesetzes zur Eheschließung von Menschen gleichen Geschlechts, dann ist der zentrale Begriff und das Phänomen, über das wir doch hier reden, Glück. Es ist ein großes Glück, dass Menschen, die das wollen, heiraten können. Hetero-, lesbische und schwule Paare. Und laut dpa haben sich dazu nahezu 10.000 lesbische und schwule Paare in diesem Jahr diese Freiheit genommen. Und sehr viele Menschen freuen sich mit ihnen. Das ist ja das Phänomen des Glücks. Es ist ansteckend. Die Solidarität, die Paare gleichen Geschlechts in Deutschland vor einem Jahr und seither immer wieder noch erfahren, ist überwältigend. Das Bild von Konfettiregen hier im Haus ist um die ganze Welt gegangen. Genau, wunderbar war das. Und klar ist längst, dass die Öffnung der Ehe niemandem etwas wegnimmt. Im Gegenteil, sie ist ein großer Gewinn für unsere offene Gesellschaft insgesamt. Und unabhängig von der sexuellen Orientierung ist es für die große Mehrzahl der Menschen ein wunderbares Gefühl, in einer offenen Gesellschaft zu leben, in der Diskriminierung abgebaut und nicht befeuert wird. In der Bürgerrechte gestärkt und nicht beschnitten werden. Die Ehe für alle hat zu diesem positiven Empfinden erheblich beigetragen. Sie wird als echte Errungenschaft quer durch die ganze Gesellschaft wahrgenommen. Und das hat dieses Gesetz eben auch bewirkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wenn Leute die Freiheit haben, nach ihrer Fasson zu leben, und dafür steht die Ehe für alle sinnbildlich, wenn Leute leben können, ohne in ihren Rechten beschnitten zu werden, ohne vorgeschrieben zu bekommen, wie sie zu leben haben, dann haben Menschen ganz einfach Luft zum Atmen. Und das macht eine freie Gesellschaft aus. Und Sie von der AfD, Sie machen genau das Gegenteil. Sie sind rückwärtsgewandt, Sie wollen Menschen diesen Rollback aufzwingen und Sie wollen Lesben und Schwulen die Ehe wieder verbieten. Ihre Forderungen sind der Inbegriff von Diskriminierung. Sie arbeiten systematisch an der Entrechtung von Menschen, die Ihnen nicht gefallen. Und das ist erbärmlich. Und das wird Ihnen die große Mehrheit nicht durchgehen lassen. Unser Motto lautet nicht nur am Samstag: unteilbar. Und das ist gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir merken auch, dass von den Skeptikern der Ehe für alle kaum mehr kritische Töne zu hören sind. Selbst die CSU hat von einer Verfassungsklage abgesehen. Da sollten Sie sehr genau noch mal hinhören. Und aus gutem Grund, weil nämlich die Gutachten genau das vorsehen und davon abgeraten haben. Und noch etwas fällt mir auf. Wenn ich in Schulklassen regelmäßig nachfrage, welche politischen Entscheidungen die Schülerinnen mit am wichtigsten fanden, dann lautet die Antwort ganz oft: gleiche Rechte für gleiche Liebe. Die Schülerinnen haben das mit der Freiheit und Gleichheit eben verstanden. Und ich habe mir den Gesetzentwurf der AfD natürlich auch genau angesehen, und ich muss auch leider feststellen, das, was Sie hier vorlegen, ist wirklich Murks. Mit diesem Gesetzentwurf soll das Bürgerliche Gesetzbuch, das Lebenspartnerschaftsgesetz, das Personenstandsgesetz und das Transsexuellengesetz jeweils bis zum 30. September 2017 geltende Fassung wieder erhalten. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu. Also den Irrsinn lasse ich nicht noch weiter zu. Das ist auch das Gesetz, was Sie hier vorlegen, auch völliger Irrsinn. Damit würde nicht nur die Ehe für alle, sondern zahlreiche Novellierungen rückgängig gemacht. Der Kollege hat es gerade schon gesagt. Die Änderung der reiserechtlichen Vorschriften, die Reform des Bauvertragsrechts und die Musterfeststellungsklage haben Sie alles mit dem Bade ausgeschüttet. Im Ernst, wollten Sie die Reform des Bauvertragsrechts rückgängig machen oder haben Sie es einfach noch gar nicht gemerkt bis eben? Also, ganz ehrlich, ich sage das auch hier dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses. Dem hätte man so ein dilettantisches Arbeiten nicht zugetraut. Die AfD, ich war jetzt mal positiv eingestellt, aber ja, nun, aber die AfD und Herr Brandner, das zeigt, sie sind nicht moralisch, sondern auch gesetzgeberisch Analphabeten. Und das eigentlich nur nebenbei bemerkt. Ich kann nur sagen, für uns Grüne geht Gleichstellung nach vorne, und zwar nur nach vorne. Wir wollen freie, selbstbestimmte Menschen und vielfältige Familien stärken. Schwarz-Weiß war gestern, die Zukunft ist bunt. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.